Hi Leute, Leo hier mit Part 3 des Skyrim Gameplays. Wir waren hier stehen geblieben. Wir sollten hier Guten den Tag, Freund. Verolus Wir zum alle treten am Ende in Arkais Licht. Vermina? Aber es Nein, besteht kein Namira. Grund zur Eile. Auf jeden Fall zu diesem Daedra-Schrein bringen. Also, auf meinen Reisen kann ich einen Priester gut gebrauchen. Sieht das? Ihr wollt um Arkais Schutz ersuchen, um irgendein modriges Grab zu untersuchen, nehme ich an. Ich habe Pflichten hier in Markarth. Ich weiß nicht, ob ich euch helfen kann. Ich habe Geld. Oder soll ich ihn einschüchtern? Nee, wenn ich ihn einschüchter, es könnte sein, dass er mitkommt, aber es könnte auch sein, dass er einfach da bleibt und ich ihn einfach nur köpfe und ja. Das ist ein beachtliches Sümmchen. Ich könnte euch wohl für eine kurze Unternehmung begleiten. Nach euch. Okay, das ist mir etwas sicherer, denn normalerweise würde ich ihn einschüchtern hier im Spiel, aber meistens läuft es immer darauf, dass ich alle umbringe, also. Ja. Wo der scheiß Eingang nochmal? Wunderbar. Ich bin jetzt mal wirklich sehr gespannt, ob es definitiv Kannibalismus in diesem Spiel gibt. Also ich meine auch irgendwie als Perk, irgendwie sowas, dass es meine Stats verändert. Denn das kann ich mir vorstellen. Vielleicht bekomme ich dann irgendeinen aktiven Effekt, der irgendwie irgendwas an mir verändert. Oh, ich liebe es. So, jetzt ist wieder leckfrei. Ich liebe Skyrim, habe ich auch schon mal gesagt. Da. Hä? Ach so. Ach, wieso ist der Questmarker da, wenn es hier reingeht? Das ist auch ein Mod. Das war sogar, glaube ich, der erste Mod, den es überhaupt für Skyrim gab. Nein, der im Workshop war. Genau, ich kann mich erinnern. Offiziell von Valve gemacht. Das soll dieses komische Weltraumvieh aus Portals. Portal, ja doch, Portal 2 sein. Habe ich aber keine Ahnung von, habe es mir einfach mal runtergeladen, weil es, wie ich denke, doch ein netter Gimmick ist. Das kann man auch sehen hier bei Fertigkeiten, da fliegt der rum. Also, ich habe ein Talent zu verbessern, macht nichts. Wo ist er? Ja, okay, das bringt jetzt nicht, wenn ich wie so ein Wahn. Da! Wie gesagt, da fliegt der auch rum. Das hat was mit Portal 2 zu tun. Wer das Spiel gespielt hat, bis zum Ende, der wird wissen, warum. Wer das nicht weiß, werde ich nicht verraten. Das wäre doof. So, was ich schon. Wenn ich jetzt schon mal ein Talent zu verbessern habe, dann kann ich ja mal hier. Boast du 20% more damage. Mit anderen Worten, 20% mehr Schaden. So, ist der Typ noch da? Ja. Schnell speichern. Ich hole meine Fackel raus. Es wird mir jetzt zu dunkel. Komm mit. Ach. Meine Fresse. Vorsichtig! Vorsichtig, wenn du zu dumm bist, schnell zu sein. Oh. Meine Güte. Naja, da kommt er nicht runter. Da muss ich hier ganz außen rum gehen, denn ich glaube, der springt nicht einfach irgendwo runter. Nein, tut er nicht. Denn? So, wunderbar. Ich glaube, die Fackel kann ich jetzt ausmachen. Eola ist eine gute Gastgeberin. Sie hält die Gläubigen wirklich zusammen. Es gibt mehrere Gläubige. Ach, das hat gut getan. Ich war schon fast so weit, meinen Diener zu fressen und die Schuld auf die Abgeschworenen zu schieben. So, mach mal was Tolles. Wer seid ihr? Was geht hier vor sich?
Priesterin von Arkai. Ich bin eure Freundin. Okay, doch eine Fackel. Ihr seid mein Freund. Ja, ich bin eure Freundin und ich habe euch zum Essen eingeladen. Ich bin zum Essen eingeladen worden. Ich habe solchen Hunger. Warum legt ihr euch nicht etwas hin und ruht euch aus, während wir das Essen vorbereiten? Ich muss mich hinlegen. Nur für einen Moment. Kommt mit mir. Unser Festmahl wird gleich beginnen. Ich dachte, ich habe einen Blutmod drin. Es freut mich sehr, dass Eola euch zum Abendessen eingeladen hat. Das muss ich aber nochmal patchen, beziehungsweise nochmal Mod da reinhauen. Das sieht ja mal widerlich aus, das Blut. Total unaufgelöst. Das Mahl steht auf Namiras Tisch. Nur zu. Tranchiert es. Was ist das? Achso. Er sieht zum Anbeißen aus. Naja. Nur zu. Der erste Bissen gehört euch. Kann ich den jetzt echt essen? Das will ich jetzt mal sehen, wie ich das Spiel gemacht habe. Also es wird da natürlich nicht gezeigt, wie ich dem einzelnen Stück aus dem Körper rausreiße. Da wird das würde die USK nicht mitmachen. Aber mal sehen, wie es... Ich schätze, der Screen faded out, aber ich werde es ja jetzt sehen. Ich bin Namira, Herrscherin des Verfalls. Dass ihr euch am Blut und der Galle von Arkais Geschöpfen nährt, findet mein Wohlgefallen. Ich gebe euch meinen Ring. Tragt ihn. Und wenn ihr euch an dem Fleisch der Toten labt, gewähre ich euch meine Macht. Okay, was bin ich mal? Ich bin mal kackendreist. Eure Spottlust wird euer Untergang sein. Natürlich. Und an jenem Tag wird sich ein neuer Diener an euren Eingeweiden laben und einen Ring zwischen den Zähnen entdecken. Seid dankbar für die Zeit, die ich euch bis dahin gewähre. Aha. Ich wusste, dass ihr etwas Besonderes seid, als ihr die Halle der Toten betreten habt. Das war's? Ja, Leute, ich würde mal sagen, Es ist eine Ehre, Hüter des Rings. Ich wusste, dass ihr etwas Besonderes seid, als ihr die Halle der Toten betreten habt. Jetzt wollte ich gerade was machen. Und hier seid ihr nun, Champion von Namira, Hüter ihres Ringes. Ihr seid alles, was ich mir erhofft hatte. Aha. Ich mach mal das. Es ist eine Ehre, Champion. Ihr könnt gern bleiben und euch mit eurem neuen Zirkel bekannt machen. So, Leute, was ich gerade sagen wollte. Jetzt habe ich hier die Bude voller Leichenfresser. Und ich würde mal sagen, da ich ja das Anti-Leichenfresser. Keine Ahnung, ich weiß ja schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich jetzt einfach alle umbringe. Und das werde ich jetzt auch machen. Ich werde jedoch mit dem Bogen anfangen, mich mit dem Schwert danach vorarbeiten, denn das sind relativ viele. Und ich weiß nicht, wie stark die sind. Deswegen... Oh, Junge, meine Bogenskills, ich liebe sie. Was macht ihr denn da? Also ich hoffe mal, die sehen mich nicht, denn hier... Nee, die haben mich noch entdeckt, das sehe ich ja. Warte mal. Ich gehe mal weiter weg. Wieso sehen die mich denn immer noch? Normalerweise steht er doch versteckt. Naja, scheiß drauf. Steht ja Schleichangriff, also... So. Jetzt funktioniert's. So, der nächste.
Das bringt eh nicht, die bemerken das eh nicht. Digga, hau rein. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit, beziehungsweise maximal 15 Minuten. Die beschwören Leichen. So, Fackel weg, damit sieht mich jeder Retard. Ups, falscher Knopf. Ah, ne, zwei war das Schild. Aha, hier kann ich mich nähren. Ich schätze mal, dass ich dann einfach Leben bekomme. Ich glaube aber, das wird mir, glaube ich, ziemlich auf den Sack gehen, wenn da ständig Nähern steht. Und da kann ich auch definitiv nur draufklicken. Und jetzt kann ich nicht Escape drücken oder so. Nur zur Info, wer dieses Quest mal machen will. Ja, ich würde sagen, immer noch durchsuchen. Das, oh Gott, ich sehe schon, das wird mich hart nerven. Ist das der letzte? Komm, ich bin mal so gütig und bin hier. Was denkt ihr? Der Tod ist stark überbewertet. Okay. Oh Mann, das mit dem Durchsuchen, das geht richtig am... Das geht einem mir richtig auf den Sack. Okay. Sind noch ein paar Truhen, ich werde es mir mal durchsuchen. Oh, eine dädrische Kriegsaxt. Brauche ich aber nicht. Ja, ich würde sagen, das war's fürs Gameplay. So oder so. Denn es gibt halt, ich habe das Quest abgeschlossen, das ist sehr logisch. Ja, fand ich cool, das Quest. Oder heißt es den Quest? Der Quest? Nein, es wird schon das Quest heißen. Also, wie gesagt, den Quest fand ich relativ gut. Also, ich habe da nichts gegen gehabt. Ja, nur leider, das pisst richtig an, dass man ständig jetzt gefragt wird, ob man sich ernähren will, also nähren von der Leiche will oder halt nicht. Das wird mir, glaube ich, am meisten ab jetzt immer stören, denn ich gehe gerne durch die Welt, kill ein paar Typen, ja, und das kann dann schon ziemlich nerven, wenn ich dann ständig ihre Taschen loote und ich dann ständig gefragt werde, ob ich die essen will oder nicht. Ja, ich würde sagen, ja, gibt nichts zu sagen. Ich würde diesen Quest nicht machen, wenn ihr keinen Bock habt, ständig gefragt zu werden, ob ihr die Leiche fressen wollt. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass... Ja, ich kann es ja mal machen, was passiert. Oh. Was eine Animation. Keine Ahnung, ob das jetzt was gebracht hat. Auf jeden Fall, das war's. Ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen, beziehungsweise die drei Parts des Gameplays. Ja. Ja, ich bin raus, haut rein. Back again,